Es ist ein bisschen Arbeit hier, ich geb's zu, aber die Solstern-Brauerei haben wir schon zum größten Teil erledigt. Ist halt besser, als versklavt zu sein, ne? Was Ape und seine Freunde normalerweise sind. Ich glaube, 278 Modakens haben wir gerettet, da steht's. Fehlen also nur noch 22 nach Adam Riese. Zulag 12 ist jetzt am Start. Und dann gibt's noch 13, 14, 15 und das Spiel ist geschafft. Wird aber gerade nicht einfacher. Ja, ich dachte, es klappt vielleicht. Man muss ein bisschen abwägen. Und ich bin dann halt schon ein paar Schritte weiter vorne, als wenn ich mich einfach runterhangel. Ich mach das jetzt auch so. Aufgepasst. Lasst mich bloß in Ruhe. Ich glaube, wir haben uns noch nicht unterhalten über die genaue Namensherkunft von Odyssee und Exodus. Deswegen machen wir das einfach mal, wenn wir Zeit haben. Ich tanke Brühe und gucke dann, was passiert. Also ihr wisst, Odyssee wird ja auch anders geschrieben. Wir haben zum Beispiel Super Mario Odyssee. Das hat die offizielle und richtige englische Schreibweise. Wie kann ich mich denn daran schleichen? Nach oben komme ich nicht hin, oder was? Ausgeschlossen. Ich weiß, wie ich das mache. Und auf Deutsch wird Odyssee anders geschrieben. Aber merkt euch eins, außerhalb von Oddworld immer nur mit einem D nach dem O. Ja? So, weg mit dir. Ich glaube, das war eine sinnvolle Investition. Und das einfach Odyssee ein Doppel-D hat, das ist halt einfach so ein Gag wegen Oddworld, versteht ihr? Und ich hatte das Gefühl, dass sie beim zweiten Teil auch fieberhaft danach gesucht haben, nach einem Wort, wo sie auch ODD einbauen können. Den mache ich auch weg. Komm, die Brühe haben wir doch, oder? Und heraus kam Exodus. Es ist schon zutreffend, aber naja, Odyssee bezeichnet ja etwas, wenn man alleine auf dem Weg ist, irgendwohin, man weiß nicht wohin, an Orte, wo man noch nie war. Und ja, eine Reise ins Ungewisse, kann man sagen. Trifft ja schon zu auf Apes Odyssee und auf Munch's Odyssee und auf Super Mario Odyssee. Und Exodus ist, oh, ich habe vor Ewigkeit mal im Fremdwörterlexikon nachgeschaut. Nicht im Internet, in der Tat noch im Fremdwörterlexikon. Sachen gibt's. Meines Wissens auf jeden Fall eine Reise von mehreren Leuten, aber ich glaube auch irgendwie ins Ungewisse oder in gefährliches Terrain. Das spielt so ein bisschen auf den Anfang des Spiels an, als Ape sich halt ein paar Modaken-Kumpels geschnappt hat und mit denen, hoffentlich das ist seine Richtigkeit hier, um mit denen nach Necrom zu gehen. Aber das betrifft ja dann wirklich nur den Beginn des Spiels. So. Aha. Mache ich das am besten? Kann ich hier schanden? Kriegt das Lob mich? Ich muss es ausprobieren. Nö. So, und den unteren hole ich mir gleich. Bislang habe ich das Gefühl, hier nicht allzu viel falsch gemacht zu haben. Ja, ist halt ein netter Gag. Und dann kommt Strangers Vergeltung, oder auf Englisch Strangers Wrath. Was halt überhaupt kein Ort drin hat, aber irgendwann gehen vielleicht die Ideen aus. Wie dem auch sei. Ah ja, ich weiß, wie das geht. Wir können uns nicht erschießen, obwohl es so eine ähnliche Situation schon mal gab. Und da steht Vorsicht, Sloak. Wir als Sleek können die Sloaks befehligen, also machen wir das doch direkt mal. Sehr gut. Warte, ihr alle? Hierher, Junge. Alle hören. Sehr gut. Dann muss ich fast sagen. Haben wir auch selten genug. Aber ja. Ich wusste es nicht.
Ich musste ausprobieren. Tut mir leid, so läuft das hier nun mal. Ihr seid gefräßige Bestien, aber danke für eure Services. Haben wir alles? Es gibt nur zwei im gesamten Zulag. Oh, ernsthaft? Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Hatte gehofft, das gäbe es hier mehr Modakens. Okay. Aber ich glaube, dann haben wir Zulag 12 halt auch schon so gut wie geknackt, oder? Ach. Ich brauche noch. Ich brauche noch einen Schamanen für den. Für den Brühekreis. Da ist er doch. Wir haben ihn schon gesehen. Ich habe ihn nur vergessen. Hi. So, das Ding kriege ich. Das sieht ungesund aus wie Apefeld. Aber da hält einiges aus. Ich frage mich halt immer, was in diesen Brunnen drin ist. Ist es so ein extremer Luftstoß, dass du da wieder rausgepustet wirst? Ganz angenehm. So wie man das kennt von Munch's Odyssey. Da gibt es auch die Zwischensequenz mit dem riesigen Brunnen. Der funktioniert ja auch so. Ich denke wirklich, dass es so gemeint ist. Okay, okay. So, dann lasst mich euch mal retten. Seid ihr noch zu retten? Ihr gehört längst in die Betten! Tschüss. Nur noch 20 to go. 20 ist doch immer noch ein bisschen was, ne? Shit. Wobei, ich glaube, sogar im letzten Zulag gibt es nicht allzu viele Modakens. Gibt es da nicht nur einen? Nee, da gibt es mehrere. Aber besonders viele sind es nicht. Und jetzt? Wo ist denn der Ausgang? Hm? Könnt ihr noch eine Brühe mitnehmen? Ich weiß nicht, ob ich die... Ist das der Ausgang? Nicht furzen. Ich könnte die Creature auch damit erledigen, aber sind wir mal ehrlich. Ich will die Brühe behalten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die behalten kann dann, aber... Ich kann auf jeden Fall dahin... ohne die Brühe verbraten zu müssen. Ich will die ein bisschen ärgern. Ich will die auf die falsche Fährte schicken. Tschüss. So, du auch noch. Am besten... Ja. Ich mag das, wenn die jetzt zum Beispiel nach rechts gefahren wären gegen die Wand oder... Was? Das hier ist die 13, dann kommt oben die 14 und 15 ist das Finale. Okay, 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 okay. Zulag 13! 8 Modakens! Ja, das ist natürlich... Oh, das ist die 14. Hä? Wie kann das denn jetzt sein? Hab ich irgendwie nicht aufgepasst? Hä, was war die letzte Tür, die noch offen war? Ich weiß, was das für ein Scherz ist hier. Aber das ist richtiger Müll. Da gab's ein Secret, Alter. Ich schwör dir das. Wir können nichts machen. Die sind mit Lachgas und ja. Das ist ein bisschen random, der Shit. Die rennen sich alles kaputt. So. Aber da kommst du irgendwann halt auch weiter. Ist kein Problem. Jetzt kommt nur das richtig Geile. Die betätigen hier den Strom für mich. Oder? Also mach die einen falschen Schritt. Gab's mal einen Ape. Okay. Noch ist es im Rahmen. Ich würde euch gerne aufmachen und so, aber... Aber kann ich nicht.
Boah, wie ist es kompliziert jetzt? Ich muss es so machen. Scheiße. Oh, das ist mal typisch. Aber es ist lustig eigentlich. Ich meine, die lachen ja auch herzhaft. Das gibt es nicht. Und das Ganze nur mit Strom dann. Hervorragend. Jetzt muss ich das hier aufmachen. War klar. Nee, nicht zurück! Seid ihr eigentlich bescheuert? Ja, alles und weiter, herrlich. Das waren eigentlich voll die coolen Ideen, ne? Ihr müsst mal was machen, weil... Ich krieg's voll mit Angst hier. Kann es sein, dass ihr Ärsche seid? Ihr müsst mal da runter gehen. Ah! Es musste passieren. Es musste passieren. Es ist schon geil, ey. Leckt mich doch. Da soll man sich nicht gedisst fühlen als Retter einer ganzen Spezies? So. Ich stand ungünstig. Ich gebe es ja zu. Ich stand ungünstig. Oh man. Man müsste in diesem Spiel, in diesem Let's Play nicht nur einen Death Counter machen, sondern die Todesursache. Ja toll, macht ihr das. Ehrlich. Und jetzt ist alles frei. Oh. So nett wäre es laufen können. Ich glaube auch, das ist der letzte Raum. Keine Angst, keine Angst. Und ich glaube auch, wo es hier einen Sieg gibt. Dürfte ich verdammt nochmal nicht alle da draufstellen. Was ist bei euch falsch? Und Geronimo! Noch im nächsten Bildschirm stirbt er. Ach, hier ist nochmal Action. Oh, es ist so Mäusemelk, nee. Ich mach das jetzt mal. Springend ins Verderben. Das muss wirklich Starkstrom sein. Ich mach mir Gedanken. Zulag 13 fehlt doch. Thanks. Ich krieg jetzt schon die Krise, ne? Wie? Ihr seid doch echt Helden. Was? Kommt! Rennen! Ich glaube, jetzt sind alle da. Die Mauer gab es in dem Sinne nicht für die. So. Jetzt gibt's aufs Maul. Einmal für dich, einmal für dich, einmal für dich. Einmal für dich. Ich muss die erwischen, die noch ein bisschen bescheuert sind. Sonst werden die ja aggro, wenn ich die einmal zu viel schlage. Okay. Mitkommen. Okay. Okay. Okay.
Geht allen gut? Lustig ist es. Jetzt bin ich hier noch nicht durch, ne? Scheiße. So, den Strom haben wir geschafft. Gut. Ihr müsst... Ich weiß es auch nicht genau. Lauft! Komm doch mit! Wir müssen aber auch was machen. Seid doch nicht so faul. Was eine Scheiße. Die kommen da aber nicht weiter so. Noch eine Möglichkeit. Besser ist. Können wir das jetzt lernen, bitte? Oh nein. Der ist jetzt Akku. Komm schon. Safe. Okay, okay. Nicht sparen mit den Sachen, die notwendig sind. Fünf. Stimmt schon wieder was nicht. Irgendwas wollen die von mir. Ich habe ja fünf. Ihr seid auf zu fünf, oder? Seid ihr fünf? Yep. Was willst du von mir? Das ist Rico immer wieder. Muss ich hier durch, in der Tat. Das weiß ich noch, aber wo genau und was jetzt mit Srico los ist, frage ich mich halt schon. Aber ja, alte Gottheiten wollen halt auch mal präsent sein. Was? Hier runter? Ach, hier ist ja ein Brunnen. Warte mal, das, oder? Ah. Doch. Erzähl mir doch nichts vom Pferd. Irgendwas war doch hier. Ist nicht umsonst so ein verdammtes, so ein verdammter Brunnen. Muss ich oben nochmal lang? Das geht doch, glaube ich. So richtig gar nicht. Müssen wir uns umgucken. Ich weiß nicht, hier gibt es auf jeden Fall noch was. Ich würde ungern... Das ist so ätzend. Das hat Gründe. So.
Heldenhaft. Das Blöde ist, ich denke, was ich hier tue... Ich dachte, unten langlaufen ist die Lösung. Vielleicht komme ich dann wieder raus oder sowas. Das ist dein Ernst! Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 80 Jahre. Warum kriegen wir es Rikul? Lad mal. Jetzt schneller. Verdammte Achse. Ich glaube nicht, dass es damit was zu tun hat, ehrlich gesagt. Ich möchte aber trotzdem. Liegen hier irgendwo Flaschen auf dem Boden? Ja, ich würde nicht von einem Siegmund reden. Ich würde eher von einem. Es gibt hier noch drei Mudakens. Ende der Diskussion. Danke. Schub, schub. Garantiert. Ja, ich bin jetzt auch fusselig, werde ich doch. Ja, fusselig werde ich. Wie ein altes Stofftier. Das ist das Einzige, was nicht komplett geht. Oh Mann, und ich glaube, ich muss da nicht mal lang. Echt jetzt? Sehr gut. Jetzt ist alles auf. Muss halt trotzdem vorsichtig sein. Wie ein Elefant in der Porzellankiste. Im Porzellanladen, sagt man. Ja, spielerisch und kommentationstechnisch wirklich heute ein Part auf höchstem Niveau. Dafür hat die Mudakens definitiv ihren Spaß. Die haben gelacht. Wehe, hier ist nichts. Ist nichts. Sind das nicht Flaschen hier? Wozu ist der Brunnen da? Wozu ist der Brunnen da? Hab Angst. Hier sind noch drei Mudakens. Wir machen Folgendes. Ich speichere auf Memory Card und gehe durch die Tür, um zu sehen, ob hier noch mehr ist. Und wo noch mehr ist. Und überhaupt. Hier runter? Nee, ne? Nope! Aber der Ausgang. Das ist halt der Ausgang. Wozu soll ich den Scheiß kriegen sonst? Wetten? Ausgang. Da sind noch drei. Das war der Ausgang. Ich habe eine Theorie. Ich sag euch, was es ist. Wir mussten, das wird es sein. Da war zwar ein Brunnen, aber der war ja noch nicht aktiviert. Du musst bestimmt erst an dem Rad drehen. Und dann funktioniert der Brunnen. Das wäre selten dämlich. Aber wisst ihr, was es wäre? Das wäre Oddworld. Hier kann ich... Ich kann mich halt erinnern, du kannst auf diese Elektro-Dinger dann scheißen. Nur die Türen solltest du auflassen. Aber da haben wir das wenigstens mal hier intensiv kennengelernt, würde ich sagen.
Seht ihr, der Brunnen funktioniert. Erkennt man ja, wenn die Blätter rauswehen. So ein kleines, verdammtes Detail. Und ihr brauchst du Rikul? Das möchte ich aber mal meinen. Ich übernehme keine Haftung für epileptische Anfälle jeder Art. Aber das stellt sich mir halt auch noch die Frage, wo zur Hölle sind jetzt die Time of Darkness? Steht auch Ausgang. Time of Darkness, hallo? Was? Ich glaub der ganzen Sache gar nicht. Ich guck jetzt nach. Da stimmt was nicht. Die Partlänge ist eh erreicht. Ich werde das mal abchecken, ob das eine Richtigkeit hat. Du kannst auch nicht zu Zulag 13 nur so kommen. Aber selbst wenn, dann hieß es ja trotzdem, in Zulag 14 fehlen noch drei Modakens. Und das werde ich kontrollieren und notfalls mit dem Memory-Card-Laden dahin zurückkehren. Ist mir ein bisschen suspekt. Das schaue ich mir genauer an. Beim nächsten Part werde ich euch erzählen, was bei meiner Recherche herausgekommen ist. Also gut. Ja. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.